Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und herzlich willkommen zu meinem lang versprochenen Video zum Thema Österreich. Endlich geht es mir wieder so weit, so fit. So ein paar kleine Nebenwirkungen merke ich noch. Ich bin sehr sensibel, sagt Mama, und sehr dünnhäutig. Ja. Aber auf jeden Fall geht es mir jetzt schon etwas besser und ich schlafe immer noch wie ein Stein. Also, ja. Gut, dann ist das jetzt das erste von zwei Videos, in denen ich euch von Österreich erzähle. Weil, warum meine Stirn so aussieht, man sieht es glaube gar nicht. Oh, ich habe Glück, man sieht es nicht. Ja toll, jetzt habe ich alle drauf voll aufmerksam. Ja. Ja, sagen wir einfach schiefgelaufene Experimente, die ich euch dann irgendwann mal erzähle. Ja, also. Ich war in Österreich. Genau genommen war ich in Bregenz und in Dornburg. Und das war ein Tagesausflug, der nicht mal ein ganzer Tag war, aber so nennt sich das, glaube ich. Und ja, ich bin mit meinen zwei anderen Eltern, Babette und Winfried, losgefahren. Und wir sind schon um 13 Uhr, also für mich mitten in der Nacht, waren wir verabredet, aber ich war so nervös und aufgeregt, dass ich ab 11 Uhr gar nicht mehr schlafen konnte. Und das war eigentlich ganz schön, weil so habe ich dann noch mit meinem Papa Zeit verbracht. Wir haben so ein paar Witze miteinander gemacht und Zeit mit meiner Mom. Und als dann mein Papa zum Arbeiten gefahren ist und Mom ihn gefahren hat, weil Mom fährt Papa zur Arbeit, weil mein Papa sein Auto ist nicht mehr so ganz fit. Ist voll komisch. Früher hatten wir zwei Autos, jetzt haben wir ein Auto und ein Auto, das irgendwie rostet, aber das mein Vater nicht handeln will. Ist doch so. Wir haben so eine Rostlaube, die keiner hergeben will. Ja, aber meine Mutter fährt jetzt die ganze Familie durch die Gegend. Sie ist jetzt das Taxiunternehmen Taxi-Taxi-Mom. Ja, und Mom hat dann auf jeden Fall meinen Papa zum Arbeiten gefahren und dann war aber noch so, dass es erst 11 Uhr rum war und ich noch eine Stunde oder zwei, 11 Uhr rum und ich wusste halt dann, dass ich noch eine Stunde oder so warten muss. Und dann habe ich auf jeden Fall meine Oma angerufen und habe mit ihr und meinem Opa noch nett geplaudert und meiner Oma beim Kochen zugehört. Das war vielleicht ein Fehler, danach hatte ich was schon mal. Ja, es gab da Spätzchen mit Soße. Ich glaube sogar noch ein bisschen Rotkohl. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, schon eine Weile her. Ja, aber ich habe eine Wimpe im Auge. Autsch. Aber auf jeden Fall habe ich dann mein Zeug noch zusammengepackt und mit Oma geredet. Und dann eigentlich auch recht zeitnah bin ich abgeholt worden. Und ja. Und dann sind wir losgefahren und die Sache, die mir als erstes auffiel, war ein sehr eleganter Schal um Winfrieds Hals, wo mich Babette gewarnt hat, wenn er den trägt, neigt er etwas zum Rasen. Ich hab's nicht geglaubt. Ich dachte, es ist nur ein gut gemeinter Witz. Im Nachhinein betrachtet, es war kein Witz. Und ja, also wir waren dann ungefähr bei Friedrichshafen. Nee, da waren wir nicht mehr. Das ist die andere Richtung, ne? Lindau. Lindau und die Gegend rum. Und da ist mir so schlecht geworden. Ich dachte nur so. Oh. Und dann sind wir auch noch über die Autobahn gefahren. Und ich habe gedacht, jetzt sterbe ich. Ich bin eingestiegen und war jetzt nicht unbedingt farbenfroh, aber als ich ausgestiegen bin, habe ich gedacht, oh Gott, Himmel, ich sehe aus wie ein Leintuch. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall, wir haben dann den Weg, wir waren erst in... Nee, das andere. Lochau. Wir waren erst in Lochau. Wir sind nämlich ganz um den Klumppudding rumgefahren, über die Autobahn. Dann waren wir in Dornburg. Jetzt haben wir wirklich alle durch. Entschuldigt, geografisch habe ich immer Sechsen gehabt. Also, mir darf man da nicht fragen. Ja, dann waren wir auf jeden Fall in Dornburg. Und da waren wir dann waren wir wieder bei den Käseautomaten. Wegen dem sind wir ja nämlich losgefahren.
Und da gab es dann aber, an dem Tag war auch der Laden offen und dann sind wir in diesen Käseladen gelaufen. Und mein erster Gedanke war, habe ich die Autofahrt doch nicht überlebt und bin im Himmel gelandet? Also das war, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viel Käse gesehen und so viele verschiedene Sorten und von verschiedenen Orten. Und ja, dann gab es da auch noch so einen Käse zu probieren und das war der Hammer. Das war Käse, der im Abgang nach Kaffee geschmeckt hat. Ich war total begeistert. Das war so eine Mischung aus Parmesan und Kaffee. Und das war der Hammer. Ich war begeistert ohne Ende, aber der Käse war echt teuer. Also ich habe nichts mitgenommen. Hab dann aber Käse im Wert von 36 Euro gekauft. Ja, und das war dann auf jeden Fall so, dass wir diesen Käse dann in eine Kühltasche getan haben und dann sind wir weitergefahren, nämlich Richtung Bregenz, Innenstadt. Und da waren wir dann, wartet, lass mich mal gucken, wie lang das Video ist, damit ich ungefähr die Hälfte von der Zeit cut, damit ich weiß, was man den Cut machen muss. Ja, gut, ich glaube, den mache ich jetzt hier, weil das nächste ist ja schon die nächste Station. Und dann wäre es doch eigentlich klüger, wenn ich euch erst beim nächsten Mal erzähle, wie es dann war. Und dann erzähle ich euch auf jeden Fall nächstes Mal von Bregenz. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so furchtbar euch schlecht wurde beim Autofahren. oder ihr könnt mir auch gerne mal erzählen, was der verrückteste Käse war, den ihr mal probiert habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns jetzt wieder am Freitag mit dem Rest der Geschichte. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.